Ja, Martin Frischknecht, herzlich willkommen in unserem neuen fahrbaren Studio, wo wir an den Wahlkampf vor allen Parteien zum Wahlkampf 2019 eigentlich alle Parteien müssen mal kurz ihre Geschichte und ihre Anliegen aufnehmen und nachher mal vergleichen, welcher Wahlkampf eigentlich effizienter ist als welche normale. Sie sind da im Alpenparlament jahrelang aktiv gewesen und haben jetzt die Genpartei gegründet. Können Sie uns mal ein bisschen kurz Ihre Anliegen schildern? Gut, zuerst vorab mal Wahlkampf. Ich sehe das nicht als Kampf. Ich sehe das als Initiative, um den Leuten können eine andere Perspektive geben, wenn was heute ist. Ich finde, Verschiedenes läuft einfach falsch und wir müssen einfach wirklich. Wir müssen nicht, wir wollen einfach aufklären in jeglicher Hinsicht. Sehr gut. Quer durch den Gemüsegarten, wenn wir was sagen. Sehr schön. Gut, also aufklären und nicht mehr kämpfen, das heisst eben eine neue Strategie, weder links noch rechts. Ich glaube, Sie haben die in Ihrem Programm auch, wir sind die, die geradeaus in der Mitte das Ziel erreichen. Welches Ziel wollen Sie erreichen? Das Ziel, das alle das Gleiche haben. Frieden, Harmonie, Sicherheit, Gesundheit, Liebe, intakte Umwelt, alles das. Sehr gut. Aber das geht nicht, indem man einfach etwas zahlt oder wie ein Ablass sind. Nach dem Motto, wenn ich nicht zahlt habe, bin ich nicht mehr schuldig. Da kann man jeder sich etwas einfallen lassen. Und ich habe immer einen Vergleich. Schaut zuerst die Toiletten an, eine öffentliche Toilette, wie die aussieht. Solange eine öffentliche Toilette nicht sauber ist, kann die Menschheit nicht sauber werden. Im Geiste, ja. Nicht im Körper und nicht in der Umwelt. Ja, das ist das alte, edle Argument, von der, was auch die Schweiz eigentlich ausgemacht hat zur Schweiz, oder? Wo man immer darauf geschaut hat, zu einer grundlegenden Sauberkeit. Ja. Ja. Und die wollen wir ja beibehalten. Und da müssen wir ja auch ein bisschen, glaube ich, das Problem von der Einwanderung in Betracht ziehen. Was sehen Sie dort für Lösungen? Hilfe vor Ort, ganz klar. Das ist grundsätzlich, wenn man meint, das sei einfach so, jetzt so, dass einfach Leute nach Europa kommen und unsere Zivilisation quasi umwandeln. Muss man einfach im Klaren sein. Wer nicht weiss, dass das ein Plan ist, ist es ein bisschen naiv, würde man sagen. Der Plan heisst eigentlich, lass die Menschen ein bisschen in ihrer Naivität von sich herleben, sodass sie gar nicht richtig mitkommen, was, sie da, was um sie herum passiert, oder? Ja. Ist das nicht das Medienkonzept eigentlich schon von der herrschenden Elite? Ja, vor allem, es zeigt sich dort, wenn man sagt, wenn mir jemand sagt, die machen sowieso, was sie wollen. So ist es. Dann kann man eigentlich gewisse Leute sehen, in die Hände klatschen. Das weiss ja, dass sie machen, wie sie wollen, dass wir sagen, die machen sowieso, was sie wollen. Aber das kann ich nicht beipflichten. Das, ja. Wir haben ja in der Schweiz das tolle Element, politische Element, aktive Volksinitiativen zu starten. Oder? Wenn uns etwas nicht passt, dann machen wir mal eine Volksinitiative. Sie haben doch einige schon gestartet. Können Sie die auch noch kurz erwähnen? Ja, ich war selber nicht beteiligt gewesen, dazu mal. Ah, okay. Oder? Also, das mit der 1. August-Initiative, da bin ich schon dabei gewesen in der Partei, aber eben in der Partei noch. Aber ich war dort nicht aktiv beteiligt gewesen. Wo ich richtig eingestiegen bin, ist bei der Verhinderung durch von der 100 Franken Autobahnvignette. Mhm. Das Referendum entgegen im Gesetz der Erhöhung von der Autobahnvignette. Mhm. Und jetzt natürlich aktiv für AHV steuerfrei und Zeitumstellung, die du hast, und Sommerzeit oder Winterzeit, das ist, finde ich, nicht nötig. Ich meine, wenn die Sonne aufgeht, kann man auch ein bisschen früher aufstehen, dann muss man nicht irgendwie beordert müssen, da die Zeit umstellen. Und wir wollten das ursprünglich nicht wollen. Und dann ist es gleich gemacht worden, einfach über unsere Köpfe hinweg. Ich will sowieso einiges machen, nach dem Motto eben, machen sowieso, was sie wollen. Ja. Aber das muss aufhören, dann die Verantwortung. Genau. Die müssen wir einfach den Leuten im Parlament, sollte man eine Verantwortung aufladen oder zum Beispiel irgendeinen Bonus geben oder Abzüge, Belastungen, wenn sie etwas sagen und es falsch ist. Als Unternehmer ist ja das gleich. Ich kann nicht als Unternehmer Fehler machen und dann sage ich, ja, die Angestellten sollen jetzt den Kopf herhaben. Da muss ich selber den Kopf herhaben. Das hat der Politiker auch. Ich meine natürlich Politikerinnen auch. Sehr gut. Nächste Frage, die mich sehr interessiert. Ich bin ja ein bisschen Statistik unterwegs, ich tue immer ein bisschen so Zahlen vergleichen. Man sieht ja seit Jahren, dass also eine zunehmende Armutswelle da sich breit macht. Das heisst auch, die meisten Leute sagen, ja, so kann es nicht mehr weitergehen. Also
der Statusverlust nimmt zu, die Unzufriedenheit nimmt zu und irgendwo sagt also, das kann ja nicht sein, dass man so weiter kann leben. Also haben wir fast schon an einer Armutsgrenze ein Drittel von der Bevölkerung. Sehen Sie das auch so? Das ist ja so. Wir sehen andere Lösungen da, die vielleicht noch niemand angesprochen hat, nämlich die, dass das Kapital sollte nicht in den Versicherungen, in den Institutionen drin sein, sondern im quasi Bürgerinnen und Bürgerinnen selber. Durch das neue Prinzip, das wir machen wollen, wo man das Krankenkassenproblem einfach lösen kann. Ich stelle mir einfach vor, da ist ein morscher Baum und mit dir ständig erst anzweigen für bessere Krisensorten, statt dass man den umhält, den Baum, und ein neues Bäumchen setzt. Der Stamm ist morsch. Sobald das Geld nicht mehr eigene Hänge ist, in fremden Hängen gehen die Leute mit dem Geld anders um, wenn es das eigene Geld ist. Darum müssen wir dort in dieser Richtung einfach schauen, die Krankenkasse kann man lösen, wenn man durch Eigenkapital etwas aufbaut und dann zum Beispiel etwas investiert in eine Wohnung oder irgend so in ein Eigenheim. Das ist ja ein Teil von Ihrem Gen-, Gesundheit- und Naturkonzept. Ja. Der mit dem Baum umhauen, der finde ich einen sehr guten Darstellungsbild. Dass es so nicht mehr weitergehen kann, denke ich auch, hat ja einen Grund darin, dass eben, wie Sie gesagt haben, das Spargeld durch Versicherungen vom Markt abgesogen wird und an der Börse in fremde Hände, in fremde Länder unsinnig investiert wird, verjubelt wird. Und das ist das, was das Volk eigentlich sagt, das kann ja nicht Realität sein. Aber es kommt dann noch das Argument dazu, dass Banken sagen, eigentlich brauchen wir die Spargelder jetzt gar nicht mehr, die haben wir früher noch gebraucht. Aber jetzt, wo wir Computergeld in Hülle und Fülle können selber machen, brauchen wir eigentlich gar keinen Spaß mehr. Das müssen Sie nicht mal durchschwer sein. Jetzt können Sie einfach im Computer Zahlen reinschreiben und für das, dass wir das Leben lang schuften. Genau. Ich kenne den Herrn Heiner Fassbeck von Deutschland sehr gut. Der sagt auch immer, das Spargeld hat eigentlich die Wirtschaft ruiniert, indem nämlich das Spargeld in ausländische Investoren haben eigentlich nur uns Preisdumping auferlegt, indem nachher billige ausländische Produkte unseren Markt kaputt machen. Mhm. Also müsste man eigentlich den Leuten sagen, hört auf mit dem Geldsparen. Ressourcensparen ist natürlich was anderes, aber Geldsparen ist eigentlich auch überholt von der heutigen Technologie. Wir brauchen nebst allem, nebst einem anderen Gesundheitssystem, brauchen wir ein komplett neues Geldsystem. Das kann nicht mehr so weitergehen, das ist unmöglich. Es ist nie so viel Geld rum. Wenn man ein bisschen rechnen kann und ein bisschen zählen kann. Jetzt, wo wir Wahlpropaganda gemacht haben, indem dass wir viele Sachen verteilt haben, haben wir festgestellt, wie viele Liegenschaften das es gibt. Und jede Liegenschaft hat eine Hypothek. Ich behaupte, bei weitem nicht so viel Geld existiert in der Realität. Es ist alles auf hypothetischen, fiktiven Zahlen aufgebaut, wo man einfach irgendwie etwas in einem Schritt und Computer und so. Das ist richtig. Es ist nicht mehr handfest. Ich bin endlich gefragt worden mit Radio DRS, Regionaljournal, was sagen die zur Arbeitslosigkeit? Dann habe ich gesagt, es gibt keine Arbeitslosigkeit, aber es gibt Arbeitslose. Und das ist, auf dem Grund ist das, wenn wir zum Beispiel 6 Millionen mal hatten in der Schweiz und das ist ein bisschen das Kapital im Umfluss und wir haben plötzlich 8 Millionen, dann verteilt sich das gleiche Geld statt durch 6 durch 8. Das heisst, der Zahlungsfluss ist verzögert. Durch das kann etwas nicht ausgeführt werden und das Geld ist nicht am Platz. Und dann gibt es eben Arbeitslose. Die Arbeit wäre nur da. Aber es ist kein Geld da, um es zu erledigen. Kennen Sie die statistische Zahl, dass eben die Umlaufgeschwindigkeit jahrelang immer reduziert worden ist, und zwar dadurch, dass immer viel mehr Geld gespart worden ist und dann eben in sogenannten Banksafes, wo Banken ja eine Auflage haben, wem dürfen sie geben. Und die Bank sagt immer, wenn ich so viel Geld bekomme, ja, ich gebe es immer den gleichen, nämlich den Grossen, die kennen wir schon, die wissen wir, ganz die genau. Haben eine gewisse Sicherheit, aber der Kleine kommt überhaupt nicht mehr zum Spargeld. Also wir müssten eigentlich ein Kreditsystem haben, das den Kleinen wieder fördert. Ja, ich meine, das Zinssystem ist sowieso fragwürdig, weil das Zinssystem tut Geld vermehren einfach mit der Zeit. Und das führt automatisch zu einem Kollaps in 60, 70 Jahren, zu einem Neuanfang. Genau. Immer wieder von vorne, immer wieder von vorne. Es braucht ein komplett neues System. Genau. Gut, dann wären wir mal am Schluss von unserem ersten Interview und würden uns demnächst wieder an einer anderen Veranstaltung treffen. Vielen Dank für die Einladung. Danke, Ihnen auch.